Hallo zusammen. Also so solltet ihr ein Seil nicht aufbewahren. Das ist ein grauenhafter Wuling und ihr habt hinterher auf jeden Fall Probleme, wenn ihr das Seil verwenden wollt, bis ihr das wieder auseinandergedröselt habt. Ich möchte euch zeigen, wie das korrekt gemacht wird und auf einfache Art gelöst wird. Ich habe dazu ein kurzes Stück Seil genommen, um euch das zu demonstrieren, damit die Demonstration jetzt auch nicht zu lange dauert. Ihr nehmt euer Seil und macht solche Buchten. Ihr schießt das Seil gewissermaßen auf. So, jetzt macht ihr aus diesem restlichen Teil hier ein Auge. Und da solltet ihr darauf achten, dass der Bezel hier und hier vor dem Auge runterläuft. Also nicht falsch rum machen, so dass er hinten herunterläuft, sondern richtigerweise sollte er hier vorne herunterlaufen. So, dann fahrt ihr mit diesem unteren Teil durch eure Seilrolle hindurch oder durch das aufgewickelte Seil hindurch und macht hier hinten noch einmal so eine Bucht. Die zieht ihr hier durch das Auge hindurch und nun zieht ihr das Ganze einfach an. Und nun habt ihr eine schöne Schlaufe und könnt euer Seil an der Wand aufhängen oder wo auch immer. Ich mache das Ganze nochmal auf und zeige es euch noch einmal, damit ihr das auch wirklich gut hinbekommt. Wir machen solche Buchten. Wenn ihr ein langes Seil habt, natürlich größere Buchten. Aber hier zu Demonstrationszwecken mache ich es einfach kleiner. So. Das restliche Teil, das ihr hier über habt, macht ihr ein Auge und achtet darauf, dass der Bezel vor dem Auge hier vorne herunterläuft. Jetzt fahrt ihr mit diesem restlichen Teil hier durch das Seil und macht hier oben und hinten nochmal so eine Bucht. Und die steckt ihr dann von hinten durch das Auge und zieht einfach alles zusammen. Und fertig ist das Ganze. Ihr könnt nun euer Seil aufhängen an der Wand oder wo auch immer. Es hält bombenfest und ist sauber verstaut. Und wenn ihr das dann beim nächsten Mal wieder verwenden wollt, dann müsst ihr ja nur einfach diese Schlaufe hier lösen und dann könnt ihr das Seil sauber aufwickeln. Ich hoffe, ihr bekommt es hin. So schwer ist es ja nicht. Und sage Tschüss und Ade zusammen.